Sehr geehrte Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, also zum letzten Beitrag des Kollegen von der AfD erspare ich mir jeden Kommentar. Ich glaube, der wäre hier wirklich, wirklich überflüssig. Also das hatte ja ein Niveau, muss ich ganz ehrlich sagen, mich hat das wirklich erschreckt, Ihre Ausführungen, Herr Kollege. Ich gehe da auch überhaupt nicht drauf ein. Sie sind es auch echt nicht wert. Sie sind es wirklich nicht wert. Zum Antrag der SPD und warum wir ihn auch richtig finden, ihn hier heute zu stellen. Denn im Koalitionsvertrag von Schwarz-Gelb findet mal wohlfeile Bekenntnisse zum Pariser Klimaschutzabkommen. Aber, und das gibt es jetzt eben auch schwarz auf weiß durch eine Studie, die stehen nun mal im diametralen Gegensatz zu Ihrem Maßnahmenkatalog gegen die erneuerbaren Energien, die ja auch schon fast Feldzugcharakter hat. Die Studie, die vom WWF in Auftrag gegeben ist, kommt zu dem schlichten Ergebnis, dass, wenn diese Dinge, die im Koalitionsvertrag stehen, Richtung Windkraft, aber eben auch, das muss man dazu sagen, das Festhalten an der Braunkohleförderung, an der Braunkohleverstromung, wenn dies umgesetzt wird, wenn dies so weitergeführt wird und nicht gestoppt wird, können die deutschlandweiten, die deutschen Klimaschutzziele, die eh schon nach unten korrigiert werden müssen, nicht eingehalten werden. Denn warum ist das so? Weil wir nun mal in NRW, und dieser Verantwortung müssen Sie sich stellen, nun mal über 30% der bundesdeutschen Emissionen werden hier produziert. Und wir haben auch die Verantwortung, diese runterzufahren, wenn wir die deutschen Klimaschutzziele erreichen wollen. So, und genau das wird mit Ihrem Feldzug gegen die Windenergie eben verfehlt. Und, liebe Kolleginnen und Kollegen, wenn man keine Argumente mehr hat, dann muss man auch zum Mittel der Falschaussagen greifen. Herr Lindner, auf mehreren Foren im Westpol, vom Rücksitz Ihrer Limousine und auf Veranstaltungen sagen Sie, Windenergieanlagen können gar nicht ans Netz angeschlossen werden. Und Speicher stehen nicht zur Verfügung. Wir haben den Minister gestern in der Fragestunde hier konkret gefragt, ob er uns denn irgendeine Anlage nennen kann, die nicht ans Netz angeschlossen werden kann. Und er konnte es nicht. Ich bin mal gespannt darauf. Wir werden da auch weiter dranbleiben, wo er denn diese Risiken hier genau vermutet. Genau benennen konnte er sich trotz intensiven Nachfragens gestern nicht. Frau Kollegin, entlarvend, wenn man hier zu solchen Aussagen greifen muss. Herr Kollege Lindner würde Ihnen gerne eine Zwischenfrage stellen. Frau Kollegin Düker, vielen Dank, dass Sie diese Zwischenfrage gestatten. Sind Sie bereit zur Kenntnis zu nehmen, dass in Schleswig-Holstein 72% der produzierten Windenergie abgeregelt werden muss, in Nordrhein-Westfalen gegenwärtig nur 0,2% der installierten Kapazität, dass bei einer Fortsetzung der bisherigen Ausbaugeschwindigkeit der früheren Landesregierung wir aber in vergleichbare Probleme wie Schleswig-Holstein kommen würden? Fakt ist, Herr Lindner, vielleicht hätten Sie gestern bei der Fragestunde da sein sollen, es sind nicht 0,2, sondern nach unseren Zahlen sind es 0,4. Nein, Sie haben gerade gesagt 0,2. In NRW sind es 0,4 abgeregelten Stroms. Und dass es keinerlei, aber auch keinerlei Hinweise darauf gibt, dass der Zubau der Windenergie hier eine signifikante Steigerung der Abregelung zur Folge hat. Das entspricht schlicht Ihrer Fantasie. Wir haben genau das gestern den Minister gefragt. Das ist durch Fakten nicht belegbar, dass wir hier bei der Abregelung Probleme kriegen. Aber das haben Sie in Ihren Interviews ja auch gar nicht gesagt, sondern Sie haben Klarstellung, ich habe mir Ihr Video extra vorher noch mal angeguckt, Herr Lindner, zur Klarstellung haben Sie gesagt, es können in NRW schlicht Anlagen gar nicht ans Stromnetz angeschlossen werden. Und das ist eben schlicht falsch, um das noch mal ganz eindeutig zu sagen. So, und 2016, und das hat alles auch gut funktioniert, 2016 war NRW Platz 1 beim Zubau von Windenergieanlagen bei den Binnenländern. Mit fast 600 Megawatt brutto zusätzlicher Leistung hat es 1 Milliarde Euro Investitionen in NRW gegeben. Und, liebe Kolleginnen und Kollegen, das sind
Mittel, das sind Investitionen, die eben auch den Kommunen zugute kommen. Und wir haben ja immerhin bis zu 20.000 Arbeitsplätze in NRW, die Sie mit Ihrer Politik hier aufs Spiel setzen. Und das nicht genug, sondern auch mit Ihren Maßnahmen, die Sie auf Bundesebene beispielsweise im Baugesetzbuch erreichen wollen, nämlich die Privilegierung im Außenbereich abzuschaffen, kommt einem generellen Bauverbot für Windenergieanlagen gleich, denn es wird nur noch in Einzelfällen da Ausnahmen möglich sein. Mit der 1500 Meter Abstandsregelung findet demnächst in Nordrhein-Westfalen kein Windausbau mehr statt. Und schlicht und einfach, wenn wir dies hier stoppen, schadet es dem Standort NRW, denn hier sind Arbeitsplätze in einem nicht unerheblichen Maße von betroffen, schadet es dem Klima, denn wir haben es schwarz auf weiß mit der Studie. Ohne, wenn Sie diese Politik umsetzen, werden wir die deutschlandweiten Klimaziele nicht erreichen. Und Sie werden auch das Klimaschutzabkommen, so können Sie sich hundertmal zu bekennen, wird hier in Nordrhein-Westfalen nicht die nötigen Schritte unternommen, um dieses Klimaschutzabkommen auch mit Leben zu füllen. Und da geht es nicht um irgendwas, sondern im Klimaschutzabkommen geht es darum, nicht dass wir Erderwärmung haben, sondern schlicht um die Frage, ob diese Erderwärmung noch beherrschbar ist. Und nur ein Satz zu den Kosten, die ja auch hier von den Kollegen vom rechten Rand immer wieder ins Feld geführt werden. Wenn Sie einen Gedanken an Ihre Kinder und Kindeskinder hier nur verwenden wollten, dann wüssten Sie, dass diese Kosten, wenn wir das ignorieren, diese Kosten nicht mehr bezahlbar sind für unsere Kinder und Kindeskinder. Und hier geht es schlicht darum, auch im Sinne von Kosten und Beherrschbarkeit jetzt und hier die richtigen Maßnahmen zu ergreifen. Und das tut der Koalitionsvertrag von Schwarz-Gelb genau nicht. Vielen Dank, Frau Kollegin Düker. Für die Landesregierung hat Herr